Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Das Spiel des Lebens. Ein Tagesorakel am 10. März 2018. Eine Frage-Antwort-Orakel. Bevor ich beginne, möchte ich etwas in Herz legen. Heute geht es um Kommunikation. Wenn man schnell etwas sagt, unüberlegt was sagt, führt zu Missverständnissen. Das kann sogar zu Kündigung, sogar zu Trennung führen. Also wichtig ist gut überlegen, was man sagt, wie man sagt, wen man sagt. Und das kann ich nur nochmal ins Herz legen. Wenn ihr wissen wollt, warum, erkläre ich das auch astrologisch in meinem anderen Kanal. Und das heißt Dendera Susanna Medici. Und dort läuft mein Tageshoroskopen. Und das werde ich dort ganz ausführlich auch erklären, warum ich das sage. Aber jetzt schauen wir an diese Orakel, diese Legung, eine Frage-Antwort-Orakel. Wichtig ist, dass ihr intuitiv eine Karte auswählt aus diesem Karussell. Die Karte in die Mitte ist eine zusätzliche Tagesbotschaft. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Ihr habt gerade das Gefühl, es hängt alles in der Luft. Ihr verliert den Boden unter den Füßen. Vielleicht trifft nicht euch persönlich, sondern jemand in euren Umgebung, euer Partner oder Partnerin oder Wunschpartner, Wunschpartnerin. Also hier ist wichtig, die Orientierung in eine andere Richtung zu gehen oder etwas mit anderen Augen betrachten, weil hier braucht man die Bodenständigkeit, die Sicherheit und die Stabilität. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Diese Karte beschreibt den Alltag. Langweilig, man schläft ein. Das zeigt auch diese Dame in diesem Bild. Das hat zwei Bedeutungen. Entweder raus aus dem Alltag, etwas unternehmen, lebendig zu machen, oder wir sollen etwas einschlafen lassen. Das einfach in die Sand verlaufen. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Jemand ist krank. Entweder bekommt ihr die Nachricht, dass jemand krank ist und ihr macht einen Besuch, aber es muss nicht unbedingt um Krankheit handeln, sondern beschreibt dieses Bild auch symbolisch etwas kränkt. Dieser Mann geht nicht gut und der Arzt hört zu und bietet Lösungen an, also hilft. Entweder euch geht gerade nicht gut oder ihr erfährt etwas, dass jemand schlecht geht und ihr hört zu, hilft anderen, kümmert um die anderen, bringt das alles in Ordnung. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Diese Karte ist sehr interessant und oft begegnen wir in solchen Situationen in unserem Leben, wenn wir auf eins konzentrieren und wir meinen, das ist stabil. Dabei sehen wir die Chancenmöglichkeiten nicht. Wenn wir denken, dieser Arbeitsplatz ist stabil, also ich brauche die Sicherheit, Stabilität, dabei nehmen wir unsere Chancenmöglichkeiten gar nicht wahr für eine Verbesserung. Diese Karte kann auch bedeuten, dass ihr habt einen Wunschpartner und er ist noch gebunden wegen der Finanzen, wegen dieser finanziellen Stabilität, was er meint, dass das die Stabilität ist und er übersieht euch, weil er auf die Geld konzentriert. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Eine Einladung und es ist schön und angenehm oder ihr sollt jemand einladen, das ist ein schöner romantischer Abend, sehr sinnlich
und das, was diese Karte verspricht. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Das ist die Labyrinth. Ihr seid im Labyrinth und sucht ihr einen Ausweg. Ihr seid unzufrieden in die Arbeit und ihr möchtet beruflich verändern und sucht neue Wege. Oder ihr seid gebunden und unglücklich und ihr weiß nicht, wie könnt ihr das Leben verändern. Oder ihr seid einsam und ergibt sich keine Möglichkeit, momentan jemand zu begegnen. Das dreht sich alles im Kreisel. Kann auch bedeuten, dass diese Karte gar nicht euch selbst betrifft, sondern euren Partner oder Wunschpartner, wo er gerade wie in einem Labyrinth befindet und sucht im Leben neue Möglichkeiten, neue Chancen, einen Ausweg. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Das ist auch sehr interessant, diese Karte. Dieser Mann hat was in Hand. Er betrachtet das auch. Er sitzt im Pferd und er könnte jederzeit bewegen, bleibt aber stehen, bleibt unbeweglich. Das kann bedeuten, dass momentan alles so unbeweglich ist und ihr zweifelt vielleicht, warum kommt nichts in Bewegung, aber ihr sollt auf diese Münzen achten im Hand. Ihr habt trotzdem was im Hand. Vielleicht braucht ihr Geduld, dann kommt auch alles in Bewegung. Diese Karte kann auch bedeuten, dass ihr Angst habt und das sind die Hindernisse und dadurch ist alles unbeweglich. Also loslassen die Ängste, diese Münzen fallen lassen und dann kommt alles in Bewegung. Kann natürlich auch diese Bedeutung haben. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Das ist das Luftelement. Leichtigkeit, aber nicht nur die Leichtigkeit ist spürbar, sondern die Selbstbewusstsein. Eine klare Entscheidung, wie ein Schnitt. Hier wird eine klare Entscheidung getroffen und dieser Mann ist von sich selbst überzeugt, dass diese Entscheidung die richtige Entscheidung ist. Und jetzt schauen wir an die Tagesbotschaft. Und das vermitteln die Süßigkeiten. Die Tagesbotschaft ist, belohne dich, tu etwas Gutes für dich, belohne dich mit etwas. Und das war mein Tagesorakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.